Hoffentlich merkt keiner, dass wir nicht die sind. Ja, nicht, dass wir noch singen müssen. Ich kann gar nicht singen. Kauft, Leute, kauft Fürstenbesen, Salat, Radieschen. Zwei Brote habe ich schon geklaut. Und ich eine Gans. Leute, heute Abend treten die drei Tornados auf. Drei Tornados? Wirklich? Wie toll. Die drei Tornados. Sieglinde, ist das toll. War von denen nicht das Lied Tränen des Herz? Oh Gott, bitte nicht. Uns bleibt wirklich nichts erspart. Die sind so das gut. Dürfen wir nicht verpassen. Sie sind nur heute Abend in Burgenland. Kommt um 9 auf den Platz und dann geht's los. Die sind echt hoffentlich gut. Singen sie auch Tränen des Herz. Ja, Tränen des Herz. Wie toll. Die drei Tornados? Tränen des Herz? Seit wann interessierst du dich für Musik, du Spinner? Komm, lass uns abhauen, bevor einer was mitkriegt. Ja, die Staatskasse ist heute voll. Morgen will der König Waren bei König Schwarzbart kaufen. Das ist gut. Die haben einfach bessere Stoffe als wir. Das kommt uns allen zugute. Hoffentlich ist die Schatzkammer gut bewacht. So viel war bestimmt noch nie in den Säcken. Hast du das gehört? Wäre direkt was für uns. Chef, das könnte was für uns sein. Das sind wirklich viele interessante Neuigkeiten. Habt ihr auch herausfinden können, wie viele Wachen der König einsetzt? Das ist ja gerade das Gute. Viele Wachen sind gerade unterwegs zu König Weißbart, um eine große Lieferung zu eskortieren. Umso besser. Der Hintereingang von der Schatzkammer wird kaum bewacht sein und alle Leute sind in der Nacht auf dem Platz. Ja, da tritt nämlich eine Musikgruppe auf, die drei Tornados. Die drei Tornados? Was soll denn der Blödsinn? Deshalb werden die alle nichts mitkriegen. Das schaffen wir zu dritt locker. Aber erstmal müssen wir durch das Stadttor kommen. Das ist das größte Problem. Stimmt, das wird nicht einfach werden. Soll ich etwa schon wieder das Denken für euch übernehmen, ihr Idioten? Wie wäre es, wenn ihr mal euer eigenes Gehirn benutzt? Oder habt ihr nur Stroh zwischen den Ohren? Gleich haben wir unseren Auftritt. Wir sollten die Texte nochmal durchgehen. Na, überhaupt müssen wir noch die Reihenfolge der Lieder festlegen. Habe ich schon alles notiert. Als erstes bringen wir Nur du allein. Und dann Ach Schnucki. Und was ist mit Tränen des Herz? Das singen wir zum Schluss. Da stehen die Leute total drauf. Genau. Und als drittes vielleicht Mein Körper bebt. Das ist eine gute Idee. Die alte Eiche am Südtor. Ja, da kommen wir gut über die Mauer. Schon, aber mit den ganzen Säcken wieder über den Baum zurück. Ich weiß nicht. Guckt mal da hinten. Da haben welche ihr Lager aufgeschlagen und die machen Musik. Was interessiert uns das jetzt? Wir haben gerade ganz andere Probleme. Mensch, das sind die drei Tornados. Echt? Die singen sich schon ein. Hehe, wie das klingt. So schlecht ist es nicht. Jetzt hört auf, rumzulabern. Wartet mal. Eben haben wir von der alten Eiche am Südtor gesprochen. Leute, ich habe eine viel bessere Idee. So, jetzt müssen wir uns unsere Sänger mal genauer angucken. Ja, wir brauchen ihre Klamotten. Die sehen ja ziemlich albern aus. Die haben ja echt komische Funkel. Guck mal, Perücken haben die ja auch. Na, dann ist doch alles geritzt. Dann putzt euch mal fein raus. Hoffentlich merkt keiner, dass wir nicht die sind. Ja, nicht, dass wir noch singen müssen. Ich kann gar nicht singen. Mensch, du Blödmann, du musst nicht singen. Wir nehmen den Weg an der Stadtmauer entlang. Der führt direkt zur Schatzkammer. Da sieht uns kein Schwein. Macht uns los. Haltet ein. Wer seid ihr? Wo wollt ihr hin? Mensch, lasst uns durch. Wir haben hier gleich einen großen Auftritt. Wir sind die drei Tornados. Alles klar. So fahrt denn durch. Mensch, beinahe hättest du alles vermasselt. Mann, ich kenne die doch gar nicht. Wir sind die drei Tornados. Merke dir das gefälligst für den Rückweg, du Hirni. Die drei Tornados? Leute, die drei Tornados sind schon da. Sind da. Hä? Oh Mann. Kommt hier lang. Ihr fahrt ja in die ganz falsche Richtung. Der Platz ist da drüben. Hä? Eigentlich wollten wir uns noch umziehen, ein bisschen frisch machen. Ja, wir müssen noch unsere Perücken pudern. Mensch, halt's Maul. Sieht fantastisch aus. Betty, sehen Sie nicht gut aus? Oh ja. Nee,
wir müssen uns noch einsingen. Wir kommen dann gleich nach. Das habt ihr doch gar nicht nötig. Ihr habt so begnadete Stimmen. Oh Mann. Und bitte singt als erstes Tränendes Herz, bitte. Ja, bitte. Tränendes Herz? Bitte, bitte. Oh Mann. Kommt hier lang. Leute, die drei Tornados sind schon da. Wie toll. Ah, super. Da sind sie. Oh Mann. Und noch. Keine Ahnung. Juhu, sie sind da. Ah, da sind sie. Juhu, die drei Tornados. Bravo. Was machen wir jetzt? Tränendes Herz. Tränendes Herz. Tränendes Herz. Und fangt doch schon an. Oh Mann. Und nun. Ich kann nicht singen. Oh Mann. Mann, hört auf zu labern. Jeder kann irgendwie singen. Los, schnappt uns und teilt da. Meinst du die Instrumente? Ich weiß nicht mal, wie man die halten soll. Bitte spielt mein Körper bebt. Ja, bitte. Mein Körper bebt. Mein Körper bebt. Oh Mann. Klappe, ich fange an und beim Singen versuchen wir hier wegzukommen. Hast du sowas schon mal erlebt? Was ist das denn? Das klingt ja schrecklich. Aber das ist ja ganz schrecklich. Mein Körper ist das denn? Spielt lieber Tränendes Herz. Eben. Vielleicht klingt das besser. Genau, dann lieber Tränendes Herz. Tränendes Herz. War ein Betrug, großer Betrug. Ja, Betrug. Das sind Betrüger, wir sind die drei Tornados. Oh, Backe. Ach du Schande, wie kommt die denn hierher? Das sind nicht die drei Tornados. So eine Unverschämtheit. Was? Leute, wir wollten doch nur... Ist nicht so, wie ihr denkt. Und dann haben sie doch unseren Wagen gestohlen. Sie haben unseren Ruf beschmutzt. Wir sind die wahren drei Tornados. Na, hier ist was los. Na, ob die richtigen drei Tornados wirklich besser singen? So eine unverschämte Gauner. Jagt sie davon, diese Betrüger. Mir kommen die drei irgendwie bekannt vor. Ja, diese Stimmen. Du, sind das nicht drei von diesen Halunken? Was hat die denn hier hingetrieben? Geh mal davon aus, dass das wieder irgendein übler Trick war. Dann ist ja jetzt aber was ziemlich schief gelaufen. Diese Gauner, weg mit ihnen. Jagt sie davon, diese Betrüger. Ja, auf sie. Aua, nein. Lasst uns Hilfe. Nein. Das war nur Spaß. Und lasst euch ja nicht wieder hier blicken. Verstehe ich echt nicht. Die wollten um Mitternacht mit dem ganzen Zeug am See sein. Und? Waren die da? Nee, vielleicht ist ja was schiefgelaufen. Bei denen muss man mit allem rechnen. Die sind so dämlich, da hat sogar eine Kellerasse mehr Hirn. Chef, da kommen drei Typen. Sind die das? Das will ich nicht glauben. Hallo, Chef. Chef, wir da waren. Ist es wirklich wahr? Das könnt nicht ihr sein. Hey, Chef, das mit den drei Tornados ging in die Hose. Ja, das lief komplett aus dem Ruder. Die drei Tornados? Und wie ihr ausseht? Ist das normal? Nee, eher nicht. Aber Chef, die Idee war... Wo sind die Säcke? Wir waren gerade auf dem Weg. Da wollten die Tränendes Herz hören. Tränendes Herz? Und dann diese Maskerade? Sagt mal, tickt ihr noch ganz richtig? Ich hab gleich gesagt, dass ich nicht singen kann. Und dann noch diese komischen Instrumente. Na, das war ja was. Und ich habe diese Halunken gar nicht gleich erkannt. Ich aber. Ziemlich schnell sogar. Aber was die drei jetzt wirklich vorhatten, wissen wir immer noch nicht. Sicher wieder ein total schräges Ding. Jedenfalls hoffen wir, dass euch diese Geschichte genauso gut gefallen hat wie uns. Heute grüßen wir die mutigen Hunter vom Kanal Urbex Sniper Hunter. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.